Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dead Space 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge gab es ein wenig mehr Story. Wir haben ganz viele Sachen vorgelesen und wir haben gesehen, dass wir uns so in dieser Presse hier so cool bewegen können. Mit den seltsamen... Mit unserem verrückten Anzug, der jetzt anscheinend auch irgendwie Raketenschuhe hat und so ein Zeug. In dieser Folge wollen wir mal endlich mal zur scheiß Diana kommen. Ich glaube, seit dem ersten Teil ist unsere Folge, seit der ersten Folge ist unsere... Oh Gott, soll ich... Herr, wie soll da rein? Achso, ich soll das hier erstmal aktivieren, oder? Oh Gott, was passiert hier? Fährt hoch. Weil jetzt ist er offen. Ach, der hat das Müll da rausgesaugt. Soll ich das jetzt ausschalten? Fährt hoch, Wartung läuft. Da steht jetzt beides da. Fährt hoch und Wartung läuft. Soll ich jetzt einfach da lang? Kann ich das nicht ausschalten? Ich habe jetzt den Müll da, glaube ich, rausgesaugt. Oh Gott, ey. Boost. Oh Gott, oh Gott. Am Boden ausrichten. Ah, okay, dann kann ich mich quasi stabilisieren, wie beim Helikopterfliegen. Das war cool. Hier ist wieder CC-Sachen. Okay. So. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt sind wir wieder leise. Ich höre schon was. Okay, falscher Alarm. Ich dachte, da wären schon wieder direkt Monster. Wir haben ganz lange kein Audiolog mehr gefunden, nur Textlogs. Guck mal, wie dunkel es ist. Aber ich habe keine Angst, ich bin Isaac Clarke. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Habe ich halt wirklich. Hallöchen. Oh, diese alten Vents. Oh lol, die waren... Am Anfang gab es noch nicht. Oh Gott. Hier sind wieder die ganz alten Vents. Komm, wir nehmen das hier mal mit. Um unseren ersten Schuss zu sparen, weil die Dinger sind tatsächlich relativ effektiv. So, come at me. Links und rechts kann nichts sein, oder? Hallo? Ist da wer? Kommt halt safe irgendwas, aber von wo ist die Frage? Das ist ja nichts, oder wie? Da ist... Credits. Okay. Ist da irgendwas anderes? Okay. Scheint geht einfach mal so das Licht aus, ohne dass was wirklich passiert, wa? Was natürlich aus den Vents kommen jetzt, Viecher. Was ich vermute. So. Oh, der lebt noch. Oh Gott, wie er jetzt am Flackern ist, ey. Ein einziger. Okay. Oh, der Shop ist auch aus. Hier muss ich also Energie wieder reinmachen. Gott, das Flackern irritiert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich bin nicht doof. Das ist genau die Energiezelle. Ja, genau. Die haben wir jetzt auch das erste Mal wieder gesehen. Das hier sieht echt sehr nach Dead Space 1 wieder aus, wegen den Vents und alles, ne? Das sah am Anfang crazy aus. Oh! Energiesperre. So. Dafür habe ich mir nichts aufgehoben. Okay. Jetzt lass hier auch guter Loot sein. Das ist schon mal was. Bronze Inventar voll. Ugh. Scheiß Inventar. Ist das eine Schema? Ach nee, das war auch eine Muni. Das hat so blau geleuchtet. Ja, scheiße. Der Shop ist aus, oder? Ach, kacke. Was schmeißen die jetzt weg? So. Wie schmeiße ich Sachen überhaupt weg? Entfernen. Okay, gut. Der hat zum Glück direkt das aufgehoben, was ich wollte. Wunderbar. Ob sich das gelohnt hat? Ja. Naja, Energieklonen zum Schluss. In Dead Space 1 hat mir ja sowieso
viel zu viele Energieknoten zum Schluss. Weil zum Schluss hat man zu viele Sachen zum Leveln. Oh, das sind wieder diese Dinge. Haben die das aus Dead Space 1 übernommen? Da war auch in den Fahrstühlen immer dieses Sicherheitsding, wer das kontrolliert hat. Auf beiden Seiten? Warum auf beiden Seiten? Das macht aber keinen Sinn. Oh ja, da haben wir schon wieder einen bekommen. Okay, weiter geht's, wa? Hoffentlich kommen wir jetzt nicht mal bei dir an. Oh ja! Warum? Oh Gott, Kerzen. Das heißt nichts Gutes. Das heißt niemals was Gutes. Ah! Euch kenne ich doch. Das hat sehr viel Muni gekostet. Textlock. Okay, hier sind alle. Oh Gott, die sind alle wieder voll krank, ey. Textnachricht von Sally Hennen an Marion Hennen. Marion, ich will dieses Lock hier für dich zurücklassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie sie sagen. Unitology. Das ist eine ganz besondere Zeit, in der man nur einmal erlebt, wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren. Und wir werden diejenige sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt, meine Haut ist ganz kribbelig. Ich hab Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonie fangen in einer halben Stunde an. Ich will nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterherz. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß doch auch zu uns. Haha, bis bald. Was ist das? Sally. Was für eine Psychopathin. Die Verwandlung ist dieses, wenn man vom Mensch zum Necromorph wird. Das ist bei Unitology heilig. Was Bescheid ist. Gott, oh Gott. Hallöchen. Und deshalb sind überall Kerzen, weil hier ganz viele Psychos sind. Warum habe ich meine Aufgabe erfüllt? Ich muss doch zu Ellie oder so. Ah, nicht schon wieder. Oh Gott! Die Viecher hängen sich an denen. Ah, scheiße. Oh Gott, diese Viecher haben sich an denen gehangen. Das ist ja mega schlau. Die steigen alle bei diesen Typen da auf den Necro auf, der läuft auf mich zu und dann sind die ganz nah. Die sind voll schlau, ey. Oh Gott, was sie hier alles haben, ey. Und natürlich steht hier überall diese ganz Kacke hier, ne? Aber diese Kerzen, ey. Ugh. Alles Unitology-Psychos. Die werden halt da komplett Gehirn. Die kriegen dann eine komplette Hirnwäsche, wie bei ganz normalen Sekten. Oh Gott. Was ist denn mit dem? Der leuchtet ja richtig. Ist das ein Aktiver? Gott, warum soll ich jetzt... Warum muss ich in das Kinderzimmer? Hallöchen. Loot. Was für eine schöne Musik. Da gehe ich doch mal hin. What are you willing to give up your life for? Oh, das habe ich schon mal in Dead Space 1 gelesen. Also, oh Gott. Oh Gott. Voll die Pause. Oh, Hallöchen. Ich will nicht sterben, aber es ist der einzige Ausweg. Das. Oh. Oh. Er lernt damit umzugehen. Diese Pferde, ey, ist doch voll gruselig. Keep us safe from monsters. Oh Gott, ey. Blech. Hier ist ein Badezimmer. Schicken Vorhang. Was sind das für Geräusche, ey? Oh Gott, da war irgendwas. Ach da, Grills. Yay. Der Spiegel funktioniert gar nicht. Ha. Irgendwas sehe ich im Spiegel, aber ich bin mir nicht sicher, was. Ach, diese Psychos. Okay, da soll ich lang. Das heißt, hier gehe ich hin. Da ist ein Schema vielleicht sogar. Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist hier überall so. Zum letzten Gebet. Oh Gott, die haben den ganzen Boden voll gemalt. Um die... Oh, oh mein... Oh, das ist so wieder Mark. Alter, das ist ja... Das ganze... der ganze Wohnbereich hier... Oh Gott, das war kein... Scheiße. Der ganze Wohnbereich hier ist voll mit Unitology-Anhängern. Alter Schwede, angeblich sollten die unterdrückt werden worden und mussten im Untergrund arbeiten, von wegen, ey. Tja, die findest du eigentlich ganz gut, dass
dass hier ausgebrochen ist, war. Aber wo sind denn die ganzen Leute? Die haben sich da irgendwo getroffen, habe ich gehört, zu einer Zeremonie. Oder nee, hier, du musst dich durch. Da muss ich lang, genau. Kann ich jetzt echt mal Ellie treffen? Ich nenne sie schon Ellie. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Diana. Wie komme ich denn auf Ellie? Dana, Tidemans Soldaten haben mich gefunden. Oh, oh. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Hallöchen. Ballern die jetzt? Oder gucken die nur? Ich fliege weiter. Ich frage mich, ob ich die gegen Soldaten kämpfen muss. Das wäre crazy. So. Oh ja. Hier ist der gleiche Psycho. Alter, was? Wie gemein war das denn? Gott, ey. Das können die doch nicht machen. Alice Daycare and Bible Study. Warum sind die so, warum machen die so viele mit Sachen mit Kindern? Oh, der ist qualmt ein bisschen, der Typ hier. Okay, in den Fahrstuhl. Check ich natürlich hier nochmal kurz. Hallo, okay, hier ist nichts. Gut. Alter Schwede, dieses ganze Wohnbereich ist so groß, ey. Ah, und so viele Sachen mit irgendwie Kindern. Was? Irgendwie höre ich hier ein Klackern. Oh, da! Ist das der Typ, den ich gerade da oben getötet habe? Bin ich nur ein Stockwerk runtergefahren? Der hängt, der ist durch die Decke gekommen. Das ist ja seltsam. So. Okay, es läuft eigentlich ganz gut dafür, dass wir auf schwer spielen. Ich bin, glaube ich, in dieser Session noch gar nicht gestorben, oder? Bin ich? Bin ich in dieser Session gestorben? Oh Gott, wenn da nichts Großes kommt, ey, dann weiß ich auch nicht. Hallo? Das sind schöne Statuen. Zum letzten Gebet. Oh, Ishimura. Nein, ich will die Ishimura. Hui. Ich töte dich mit der Ishimura. Ja, natürlich. Was kommt da? Ey. Oh Gott, er hat gekotzt. Gott, die kotzen alle. Die wollen mich ankotzen. Oh Gott, ich höre so einen Affen. Das ist der Affe. Oh, der ist direkt mitgestorben. Okay. Dinger sind immer noch abgesperrt. Oh nee. Bei diesen Infektionstypen weiß ich nicht, wo ich hinschießen soll, ey. Weil die haben ja keine wirklichen Körperteile, die man abschießen kann. Die haben halt nur deren seltsamen Zunge oder diesen Stachel, den die immer in... Okay. Den die immer irgendwie so hier reinschießen bei den Leuten. Also so in die Stirn. Aber den kann man ja nur abschießen, wenn die den halt rausholen, wa? Wenn die ihren Stachel rausholen. Oh Gott, ey. Ich glaube, das sollte nach einer Zeremoniehalle aussehen. Guck dir die Tür an, ey. Hui. Warum muss ich hier hin? Warum höre ich hier Regen? Hören. Oh, Story. Das sind quasi 1 Million Audiologs. Das hören wir uns jetzt an. Da müsst ihr durch. Altman, den habe ich schon viel gehört. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Medienartefakt frei. Der Originalmarker. Marker sprach zu Altman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Er trägt hier so wie Jesus oder Moses so ein richtiges Gewand und so. Das ist halt Religion, so wie es immer schon war. Einheit, dass alle gleich sind. Oh. Oh Gott, oh Gott. Okay, 3.
Das finde ich mega cool, so 1 Million Audio-Logs. Anhänger beweinten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und gründeten alsdann die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Okay, Gründung der Church of Unitology. Ich finde es krass, wie, dass sie halt bei Dead Space, wie viel Religion damit drin steckt. So wie im echten Leben. Überall, wo Menschen, so viele Menschen sind, sowas und so furchtbare Sachen passieren, Religion. Heute ist die Church of Unitology überall im erforschten Universum anzutreffen. Ihre Botschaft ist heute so stark und wichtig, wie sie schon zu Altmans Zeiten war. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen, ökonomischen und kulturellen Gruppen. Und jeden Tag werden es mehr. Ja, Religion halt. Church of Unitology auf der Titanstation wurde von einer kleinen Gruppe gläubiger Minenarbeiter gegründet, okay, und hat sich zu einer Anlaufstelle für all jene entwickelt, die hier ihren Glauben praktizieren und die Lehren verbreiten wollen. Sie kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma Symposium aus. Was soll das denn sein? Die Zukunft. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zum Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Okay. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Gruselig, ey, aber der Raum ist wirklich sehr schön. Oh, Gott, das ist die Kirche. Das ist krass, wie hier so eine Kirche. Oh, die ballern hier rein. Kaltmann hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Okay. Oh Gott. Der ballert hier rum. Okay. Kaltmann ist ja sowieso nicht gläubig. Er kann hier rumballern, wie er will. Da soll ich lang. Aber ich will hier lang. Kapitel 4. Wow. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Tightman wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwacht. Oh, Leute, wie krass. Nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Oh, das ist ihr Bruder, Diana. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Alter, wie cool ist das denn? Praise Altman. Choose. Give into the church and church will give into you. 19, ja. There is no death, there is only rebirth. Unity is forever. Unity. Einheit. The marker is life journal for all its children. Marker. Praise Altman, choose the marker. Architect of the church. Alter, was ist das für eine coole Location, um Dead Space zu spielen? In der scheiß Unitology? Sektenkirche. Oh Gott, wie cool. Wir waren schon in so einer... im Krankenhaus, richtig standmäßig, das war schon cool. Dann halt sind wir kurz zugefallen und jetzt sind wir in einer scheiß fucking Unitology-Kirche. Wie episch. Mehr Textlogs. Achtung, Tourmitarbeiter, bitte achten Sie darauf, dass Ihre Besucher nicht von Ihrer Seite weichen. Die Indoktrinationszentren sind für die Öffentlichkeit tabu. Denken Sie daran, seien Sie das Licht für jene, die in der Dunkelheit wandern. Ach so, wenn hier Besucher kommen, dann sollen die von bestimmten Räumen fernhalten, damit die hier nicht alles erkunden oder so ein Scheiß, ne? Weil die haben hier bestimmt auch ein paar Geheimnisse. Was machen die? Anhören. Willkommen im Andenkenladen der Church. Andenkenladen? Was? Hier finden Sie das ganz besondere Souvenir für einen besonderen Menschen, um ihn wissen zu lassen, dass Sie heute im Schrein von Altman standen. Ist das dumm? Sofort sind auch Marke-Anhänger aus Titanfragmenten. Oh Gott, wie dumm! Altman sei gepriesen. Oh Gott, was eine Scheiße. Ah, okay, das ist der Souvenirladen, da kann man speichern und alles. Da so Masken aus irgendeinem Grund. Ganz viele Markerstatuen. Oh, das ist bescheuert. Ganz viele Bücher. Oh Gott, das ist so real. Das ist das Gruselige daran. Das ist so irreal. Überlegt mal, die ganze Religion und alles. Das ist so real. Souvenirshops und so ein Kack. Oh, Dead Space, ey. Wir wollen da lang. So, einen halt behalte ich mir natürlich für eine Tür, ne? Die ich damit öffnen kann. Und dann kaufe ich mir noch ein bisschen Muni oder sowas. Oder verkaufe mal ein bisschen Stuff. Ach man, ey, das ist so witzig, wie real dieser ganze Scheiß ist. Direkt wird darüber eine Religion gemacht. Verkaufen, verkaufen.
Warum kann ich einen verkaufen? Oh, ich kann mir so ein Ding kaufen. Einmal mache ich das mal, ne? Kann ich sogar noch einen leveln. Das sollte ich gleich machen. Und Muni will ich eigentlich kaufen. Aber die gibt es hier gerade nicht. Auch doch da. So, ich baller mich mal voll mit den Scheiß, so viel es geht, oder? So, jetzt habe ich keinen Cash mehr. Wie viel habe ich jetzt an Muni? Oh, 200. Haha. Nee, 100. 100 war das. Muni ist immer wichtig. Hm. Was soll ich machen? Genau. Dann kann ich noch einmal einen Schaden leveln. Mein Plasma-Cutter. Ja, wir spielen auch schwer. Wir müssen schon echt tryharden. So. Wir gucken uns auf jeden Fall die neuen Waffen mal an. Aber tryharden müssen wir. So. Ich meine, sowas wie diese Strahlenkanone, die kennt ihr ja, ne? Die ist ja schon klar, wie die funktioniert. Die muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Auch wenn die ziemlich cool war, die Waffe. So, speichern wir mal. Und ich würde sagen, mit dieser geilen Location beende ich mal die Session. Ich beende die mal hier dran. So. Ich würde sagen... Oh Gott, nein, Tür. Du darfst dich ruhig schließen, Tür. Alles in Ordnung. Ich würde sagen, ich freue mich schon auf die nächste Session, bei der wir dann die Unitology-Kirche erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.